Hallo, der Markus hier von markusfotos.de, heute mit einem Video zum Thema. Bei mir ist es jetzt 2.20 Uhr in der Nacht und ich bin noch wach und habe Lust, mit euch ein bisschen Fotokritik zu machen. Und das tun wir auch direkt mit den Fotos vom Enrico Köpke. Und er hat mir dieses Foto aus, ich glaube Dresden ist es im Hintergrund, zumindest sieht es da in der Mitte verdächtig nach der Dresdner Frauenkirche aus. Und wir haben hier einen jungen Mann auf seinem Skateboard, Longboard, und der macht ein paar Tricks. Und ich finde halt in diesem Foto wirklich faszinierend einmal diesen krassen Himmel. Und der ist eigentlich natürlich bestens dazu geeignet, die Aufmerksamkeit eben von unserem Skateboardfahrer wegzulenken. Aber die Positionierung der Sonne und des Lensflare, das zieht doch die Aufmerksamkeit hier wieder in die Ecke. Und dieses Gras und dass wir das Ganze uns so ein bisschen aus der Froschperspektive angucken, macht die Sache eigentlich auch vom Bild her ziemlich interessant. Also, ich finde es rundum gelungen. Ich finde das genauso gut und ja, Dinge, die ich daran jetzt ändern würde, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel fällt mir eigentlich nicht auf. Das passt genauso, wie es ist. Ja, das nächste Foto erinnert mich an die Glaskugelbilder und da kommt nachher von dir ja auch noch eins. Das hier so ein bisschen weitergedacht, also wer noch keine Glaskugel hat, kann aber im Grunde genau diesen Effekt oder genau das auch jederzeit mit dem Smartphone machen. Hier einfach die Kamera-App öffnen, in die Richtung halten, in die man fotografieren will und dann eben das Smartphone so zu fotografieren. Finde ich eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Finde ich eigentlich schade, dass ich nicht selber drauf gekommen bin, ganz ehrlich. Finde ich richtig gut. Und dazu halt eben auch noch ein tolles Motiv gewählt. Also dieser Himmel, der ist dann wirklich krass. Der sieht richtig, richtig gut aus. Und das macht das ganze Bild halt eben auch extrem spannend. Farben finde ich total genial. Also auch hier meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ja, das nächste Foto jetzt hier, ein Fluss. Und ich glaube, dass wir hier ein HDR-Bild vor uns haben. Denn wir haben gerade hier unten in der Ecke doch sehr, sehr viel Zeichnung an Stellen, wo ich eigentlich keine Zeichnung erwarten würde. Ein bisschen schade, dass das Schiff hier so ein bisschen von den Bäumen verdeckt ist. Kann es natürlich nichts für die Location. Hier hast du einfach schön diese Biegung drin. Wahrscheinlich auch der Grund, warum du die Stelle genommen hast. Aber das ist halt so ein bisschen schade, dass das Schiff da so hinter verschwindet. Also vielleicht wäre ein Moment ohne Schiff dann sogar ganz cool gewesen. Was mir aber wieder sehr gut gefällt, hier Nutzung des Flares, dass die Sonne einfach bei Gegenlicht im Objektiv erzeugt, sehr gut gelungen. Und ich muss auch sagen, bis auf dass mir hier unten halt echt ein bisschen zu viel Details sind, finde ich das auch als HDR gelungen. Es springt mir nicht so direkt ins Auge und das mag ich dann einfach, wenn man nicht sofort sagt oder sagen kann, ja, das ist ein HDR und es springt einen mit sämtlichen Haarlos an. Also das hier mal ein sehr gelungenes Bild. Ja, vor ein oder zwei Folgen habe ich mal gesagt, mach keinen Scheiß mit Schienen. Wurde mir heute bei einem YouTube-Treffen nochmal gesagt. Viele Grüße an dieser Stelle. Du weißt, wer gemeint ist, wenn du mir jetzt zuhörst. Ja, ich muss es nochmal sagen, ne? An die Schienen gehen ist gefährlich. So ein Zug, wenn er hier so vorbeirast, der macht richtig Sog. Also, wenn ihr das schaut, nehmt euch das Bild jetzt nicht unbedingt als Beispiel und zu sagen, hey, das muss ich jetzt sofort auch machen. Denn das ist echt, echt gefährlich. Also, falls ihr es doch nicht lassen könnt, seid auf jeden Fall extrem vorsichtig und geht auf gar keinen Fall alleine. Also, dass noch jemand anderes irgendwie ein Auge mit drauf hat, was so um euch herum passiert. Echt auch beim Fotografieren gilt, eine Sicherheit geht vor. So, kommen wir mal zu dem Foto. Nichtsdestotrotz, coole Wahl der Location, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut mit dem dunklen Tunnel. Sehr dirty, sehr dreckig, sehr viel Mist, der da rumliegt. Normalerweise würde man ja sagen, ne, so ein Shootingplatz erstmal so ein bisschen aufräumen, wäre natürlich bei so einem Foto fatal. Hier passt das, dass das alles so ist, wie es ist. Und halt eben sehr schön in der Langzeitbelichtung hier die Streifen. Ich lasse mich jetzt mal dazu hinreißen, zu raten, was es für ein Zug war. Ich hoffe irgendwie ein ICE. Es sieht auf jeden Fall sackschnell aus. Es muss ein ICE gewesen sein, wenn es so schnell ist. Ich hoffe, die Klimaanlage ging. Ja, die nächsten Fotos, die wir jetzt haben, kommen vom Felix Kellner. Felix Kellner. Und wir haben hier ein Stoppelfeld, würde ich das mal nennen. Mir gefällt hier dann auf jeden Fall, dass du extra so ein bisschen breiteren Schnitt gewählt hast, also oben und unten was weggenommen hast. Mir gefällt hier die Symmetrie dran und dass wir hier diese beiden Fahrspuren drin haben, die den Blick so ein bisschen in die Ferne auf diese Baumreihe lenken. Mir gefällt, dass du hier die Farben reduziert hast. Ich finde, dadurch hat das Bild was, ist so ganz leicht in die schwarz-weiße Richtung, aber eben nicht ganz. Finde ich sehr schön. Dinge, die ich ändern würde, nee, eigentlich nicht. Also vom Schnitt her alles richtig gemacht. Gefällt mir gut.
gibt's nichts dran auszusetzen. Nächstes Foto, Made in China. Und hier finde ich auch echt schön, dass da sogar die chinesischen Schriftzeichen noch drunter sind. An einer ja sehr verwitterten, an einer sehr alten, ja vielleicht Kiste oder sowas. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht so richtig eine Idee bekommt, wo das Schloss jetzt dranhängt. Also mir fehlt so ein bisschen die Story dabei. Vielleicht ist es irgendwas, was tatsächlich was mit China zu tun hat. Und das ist nicht nur irgendwie dieses Schloss. Das ist halt als Nahaufnahme auch ganz cool. Und eben weil es auch so verwittert ist und so weiter, hat die Aufnahme auch irgendwas. Aber mir fehlt da so ein klein bisschen zusätzliche Information, so ein bisschen Kontext. Aber wie gesagt, das auch ein ganzes Stück Geschmackssache. Auch hier die Farben wieder so ein bisschen zurückgenommen. Vielleicht durch so eine untergelagerte Schwarz-Weiß-Entwicklung oder sowas vielleicht. Auf jeden Fall gefällt es mir auch von den krassen Kontrasten, die drin sind, ziemlich gut, muss ich sagen. Also bis auf die etwas fehlende Geschichte gelungene Sache. Ja, das nächste Foto ist so ein Bild, was man so in der Art relativ häufig sieht. Wir haben halt den Sonnenuntergang. Ich hatte es, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. So, ja, Sonnenuntergang fotografiert jeder irgendwann mal. Was mir gefällt, ist, dass du hier mit dem dieser Ehre noch so ein bisschen was in den Vordergrund geholt hast und nicht einfach dich nur auf so einen Sonnenuntergang beschränkt hast. Das gefällt mir. Der Horizont, dass der so ein ganz klein bisschen kippt und damit auch die Ehre, das fände ich schade. Also ein bisschen gerade rücken fände ich hier noch ganz cool. Das wäre aber auch sonst so das Einzige. Es ist halt so ein Postkartenmotiv, so ein Stimmungsding irgendwie, ne? Und dann soll es auch gerade sein, wenn es so eine richtige Postkarte ist. Ja, das nächste Bild finde ich von den Bildern, die du jetzt mir geschickt hast, auf jeden Fall echt eins der stärksten. Es ist sehr, sehr dunkel, was ich jetzt aber nicht als Kritik finde, sondern was mir einfach gefällt, ist, dass du es geschafft hast, dir den Hintergrund richtig, richtig dunkel zu ziehen, aber eben darauf zu achten, dass sich irgendwie dein Motiv auch hier in den Haaren, wo jetzt nicht wirklich viel Licht drauf ist, dass es sich hier aber doch noch abhebt. Also dass man ganz klar sieht, ne, wo laufen die Haare lang und dann hier eben doch mit dieser hellen Kante in der Schwarz-Weiß-Bearbeitung das Gesicht gut durchgezeichnet. Finde ich auch sehr schön. Ich glaube, retuschemäßig oder so hast du nicht viel dran gemacht. Das passt aber auch so. Ich finde das halt einfach ein ausdrucksstarkes Foto und habe ich auch so in dieser Düsterheit noch nicht oft gesehen. Also wenn ich das Foto angucke, erinnert es mich auch so ein bisschen an vielleicht eine Bronzestatue oder so. Also man sieht klar, dass du eine Person fotografiert hast, aber irgendwie diese Assoziation dazu, dass es eine Statue sein könnte und da eine Nahaufnahme von dem Gesicht eben auch durch dieses Glänzen, finde ich, hat das Gesicht was sehr Metallisches. Was mir aber tatsächlich hier gefällt. Ja, deine Bilder sind sehr vielseitig. Wir haben so von allem ein bisschen was dabei, was ich für die Kritik eigentlich immer sehr gut finde, wenn ihr so aus verschiedenen Bereichen was zeigt. Hier haben wir was so ein bisschen in die Makro-Richtung geht. Wir haben hier einen Pilz. Und ihr wisst immer, wenn es botanisch oder Tiere werden, dann habe ich echt keine Ahnung, was das für ein Pilz ist. Für mich sieht der halt so ein bisschen aus. Ich nenne jetzt mal Baströckchenpilz. Für mich ist das ein Baströckchenpilz. Ich weiß nicht wieso, aber ja, egal. Mir gefällt es auch hier von den Farben. Mir gefällt die Positionierung, die du hier gewählt hast. Der Hintergrund könnte für mich vielleicht noch ein bisschen unscharfer sein, weil wir hier genau in den oberen Bereichen halt nicht so ein ganz schönes Bouquet haben. Aber da ist halt ja auch immer die spannende Frage, ne? Was ist an Objektiv vorhanden? Was kann das? Wobei, ich gucke hier mal gerade eben drauf, du hast zumindest geschrieben, dass du einen Canon 85mm 1.8 an der 1200D nutzen kannst. Ob es jetzt bei dem Foto schon im Einsatz war, weil du auch geschrieben hast, teilweise Kit-Objektiv. Soweit ich das 85 1.8 kenne, würde ich hier fast aufs Kit-Objektiv tippen. Was schade ist, weil das wäre, glaube ich, mit dem 35mm halt echt schön geworden. Im Hintergrund doch noch ein bisschen weicher. So, die nächsten Fotos sind vom David Schneider und hier haben wir zwei junge Damen, die, ich glaube, es ist der Kölner Dom. Ich glaube, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage. Das ist, glaube ich, der neue Eingang in die Schatzkammer unten am Dom. Da hast du zwei Mädels, sage ich das jetzt einfach mal, so im Marilyn Monroe-Stil fotografiert. Ne? Die eine, die linke, halt mit den blonden Haaren natürlich auch irgendwie näher an ihr dran, eben in so einem ganz gewissen Look. Und die andere junge Dame halt eben in der, ich sag mal, klassischen Marilyn Monroe-Pose.
Finde ich eine spannende Sache, die beiden da zusammen hinzustellen, wobei ich mir halt eben überlege, ob das Bild nicht besser gewirkt hätte, wenn die zwei jeweils einzeln irgendwie da drauf gestanden hätten. Aber wie gesagt, das ist nur eine Überlegung, das müsste man echt mal sehen. Kritikpunkt hier, ich hätte es ganz schön gefunden, wenn du mit den Shots ein bisschen auf Momente, und ich weiß, auf der Domplatte ist das echt eine Herausforderung, was ich jetzt sage, aber ich hätte es trotzdem mal versucht, Momente versucht hätte es abzupassen, wo dir hier eben nicht Leute hinter dir durchs Bild laufen, die du dann hier als Spiegelung in dieser Scheibe hast, weil diese Geisterbilder, nenne ich das mal, lenken für mich so ein ganz klein bisschen vom Foto ab. Und vielleicht auch deine eigene Position ein bisschen niedriger gewählt, um hier unten diesen Streifen, der so ein bisschen Einblick in dieses Untergeschoss hier bietet, um den irgendwie wegzukriegen, also um das irgendwie eher auf eine Ebene zu bringen. Dann finde ich auch, frage ich mich noch, ob der Kölner Dom oder diese Mauer zumindest im Hintergrund, ob das so die Top-Location dafür ist, weil das Ganze sieht natürlich jetzt, wenn man nicht den Kontext hat und nicht sagen kann, ey, das ist der Kölner Dom und da ist halt eben die Frage, was hat der mit Marilyn Monroe zu tun? Irgendwie nicht so viel. Und da finde ich das halt, ich finde, das passt nicht so richtig, weil wir haben diese schwarzen, ja, etwas dreckig aussehenden Steine und das, finde ich, passt nicht zu dem Glamour, der doch mit Marilyn Monroe immer irgendwie einhergeht. Also sich die zwei zu schnappen und dann irgendwie einen Eingang von irgendwie einem Club oder sowas zu nehmen, wo ja auch, glaube ich, vor sowas Ähnlichem irgendwie dieses Foto mit dem Ventilator von unten entstanden ist, hätte ich vielleicht ganz cool gefunden oder irgendwie vors Kino oder irgendwie sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Wie gesagt, Dom finde ich jetzt nicht ganz so passend, aber ich glaube, die beiden Mädels machen in der Sache schon einen guten Job. Ja, das nächste Foto ist, glaube ich, im Urlaub entstanden und soweit ich das gesehen habe, bist du auch der junge Mann auf dem Kamel, Dromedar, was auch immer, Tier, ne? Wie ihr sagt, Tiere habe ich ja keine Ahnung von. Also hast du dieses Foto eigentlich technisch gar nicht gemacht, ne? Also kritisiere ich jetzt eigentlich kein Foto von dir. Na gut, egal. Ja, was möchte ich kritisieren? Ich finde, also Fotos sind meistens besser, wenn man näher rangeht. Und ich finde halt hier, man könnte natürlich argumentieren, eine Wüste, Weite, ne, wo nichts drin ist, deswegen so weit weg, aber wenn man diese Weite der Wüste dokumentieren möchte, dann ist es natürlich nachteilig, wenn gar keine Weite da ist, weil relativ schnell dahinter irgendwie hier so Berge oder ja, zumindest solche Aufschüttungen kommen. Ich hätte hier also tatsächlich näher ran an das eigentliche Motiv besser gefunden, weil dann hätte man da irgendwie mehr von, als jetzt hier. Aber wie gesagt, vielleicht ist das Geschmackssache. Ja, nächstes Foto ist wieder der Sonnenuntergang. Ne? Hatten wir gerade in dem anderen Set irgendwie auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt diese beiden Sonnenuntergangsbilder, die wir jetzt hier haben, mal direkt vergleiche, dann muss ich sagen, ist das andere, was wir gesehen haben, schon irgendwie besser, weil ich deins so ein bisschen zufällig finde. Also ich finde, klar, ne, du hast auch den Sonnenuntergang, du hast auch irgendwie diese tollen Farben, die sich dadurch einfach zwangsläufig ergeben. Aber die sonstige Motivwahl ist halt lange nicht so ausgefuchst, wie bei den anderen Bildern das eben der Fall war. Und einfach so Sachen wie hier diese, ja, Hütte, Wetterstation, was auch immer das ist, die passt halt eigentlich nicht in dieses Bild von irgendwie von so einem Naturschauspiel, Naturereignis. Da muss dieses Stück Technik, finde ich, hier einfach irgendwie weg. Und ja, auch ansonsten. Es ist auch vom Himmel durch, gut, da kannst du nichts für, aber ich finde halt auch in dem anderen Bild den Himmel doch nochmal irgendwie deutlich spannender. Nächstes Foto. Von der Idee her finde ich das ziemlich gut und ich sage jetzt hier absichtlich mal von der Idee her, weil man muss dieses Bild natürlich, man kann es auf zwei Weisen beurteilen und als ich es gesehen habe ich mich eine Sache gefragt. Ich habe mich gefragt, ist es ein gestelltes Foto oder ist es ein zufälliger Schnappschuss. Und dann habe ich halt in deinen Text geschrieben, den du mir genannt hast, hast du eben geschrieben, ne, Sophie oder Sophie, Blubberblasen und Zigarette in Klammern, also es geht tatsächlich um dieses Bild, da hast du geschrieben, hier sollten Kontraste die Hauptrolle spielen, man sieht sie in einem Hemd, mit ihrem Hemd umgebunden und einem Sportoberteil, als Kontrast dazu im Hintergrund eine ehemalige stillgelegte Styroporfabrik. Dann die Blubberblasen, die das kindliche junge Mädchen normalerweise repräsentieren, und im Kontrast dazu die Zigarette. So, also wenn du dir vor dem Foto so viele Gedanken über das Foto gemacht hast, dann ist es eben kein Schnappschuss in dem Sinne, sondern dann ist es ein gestelltes Foto und dann muss man es auch so bewerten und das möchte ich jetzt mal tun.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Text von dir nicht gelesen hätte, dann wäre mir der Sinn in dem Foto, hätte sich mir jetzt so nicht erschlossen. Also ich habe es, wie gesagt, dadurch für einen Schnappschuss gehalten, weil ich das Ganze ja so wie so eine zufällige Situation finde. Also sieht für mich so ein bisschen aus wie, ich sag mal, die junge Mutter, die irgendwo mit ihrem Kind hingefahren ist zum Spielen. Ne? Sie raucht sich jetzt gerade mal irgendwie eine, entspannt ein bisschen und ihr Kind hat jetzt gerade halt mal so ein paar Seifenblasen eben in ihre Richtung gepustet und sie spielt dann so ein bisschen damit. Das ist das, was ich bei dem Bild gesehen habe, bevor ich den Text gelesen habe. Und meistens gucke ich mir die Bilder an, bevor ich auch einen Text lese. Dass da eine Styroporfabrik im Hintergrund ist, und wieso die ein Kontrast ist und wieso die ein Kontrast zu einem Sportoberteil ist, tut mir leid, es erschließt sich mir halt wirklich gar nicht. Ansonsten, um das Ganze jetzt mal so fotografisch auch noch ein bisschen zu betrachten, ich finde es vom Licht her, finde ich es okay. Wir haben hier halt einen relativ krassen Schlagschatten, der sich einfach dadurch ergibt, dass sie relativ nah dran ist und du, glaube ich, irgendwie vom Lichtform her oder sowas wahrscheinlich jetzt nicht so allzu weiches Licht erzeugt hast. Aber da du ja Kontraste haben wolltest, ist es vielleicht auch absichtlich ein bisschen härteres Licht. Wenn das die Idee war, finde ich das vollkommen in Ordnung. Was ich halt schwierig finde, eben bei einem dann ja wohl gestellten Bild, ist einfach ihre Körperhaltung, ihre Position. Also da hätte dir als Fotograf durchaus auffallen dürfen, dass man hier halt wirklich so in den Schritt reinguckt, was einfach nicht sein muss, was nicht schön ist. Da könnte man halt eben doch mit der Körperhaltung irgendwie arbeiten. Du hast sie auch sehr knapp unter den Knien geschnitten. Ja, da könnte man diese ganze Komposition, die ganze Aufteilung, ihre Positionierung und so weiter, die könnte man doch noch etwas mehr verfeinern. Und ja, wie gesagt, Hintergrund, ich finde ihn jetzt nicht so wahnsinnig und wie gesagt, Styroporfabrik hätte ich jetzt auch nicht erkannt, wenn du es nicht geschrieben hättest. Also, wenn du so gestellte Bilder machst und die ein bisschen durchdenkst, dann ist es halt auch, und auch Zeit hast und es kein Schnappschuss ist, dann auch auf so solche Dinge einfach mal achten. Und dass man eben dann nicht die Oberschenkel entlang in den Schritt gucken kann. Nächstes Foto, die Beduinenfrau, finde ich schön, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier könnte man natürlich viel sagen, wieder vom Licht, ne? Sehr harte Schatten und so weiter. Aber das ist halt einfach Alltag da. Ne? Da ist halt, da brennt die Sonne wie Sau. Und da hat man halt so einen Schatten, aber es ist trotzdem gelungen, hier doch die Augen deutlich rauszuarbeiten. Die sind jetzt nicht wirklich in so einer dunklen Höhle, Augenhöhle, was ja auch durchaus passieren kann bei so krassen Schatten. Das passt schon auch, dass wir hier noch so zum Kontext ein bisschen das Dromedar-Tier im Hintergrund haben, gefällt mir gut. Wir haben hier noch eine Hand, die auch noch irgendwie so ein bisschen für mich Leben da reinbringt, sonst wäre es hier so durch die dunklen Tücher einfach doch sehr sehr, sehr einseitig, sehr einfarbig. Schmuck drumherum, von den Farben her toll. Also das ist ein Bild, was mir richtig gut gefällt. Ja, hier unten habe ich euch nochmal zwei Videos eingeblendet, und zwar die letzte Folge Fotokritik. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann könnt ihr sehen, welche Fotos es beim letzten Mal gab. Und hier unten habe ich euch mal wieder zwei Videos eingeblendet, und zwar einmal die letzte Folge Fotokritik. Schaut da mal rein, dann könnt ihr sehen, welche Bilder beim letzten Mal dabei waren. Und auf der anderen Seite habe ich für euch ein Video mit 6 Lightroom-Tipps, also dem Programm, in dem ich euch auch gerade hier diese ganzen Fotos zeige. 6 Tipps, wie ihr damit besser, schneller und effektiver arbeiten könnt. Schaut da auf jeden Fall mal rein, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.